Hey Leute und willkommen zu einem neuen Reaktionsvideo. Ich habe euch auf YouTube gefragt, ob es euch interessiert, dass ich noch eine Reaktion auf Evanios Reaktion mache. Und der größte Teil war dafür. Und ich muss sagen, ich habe mich wirklich tierisch über seine Reaktion gefreut. Sie wirkte auch sehr authentisch und wir gucken sie uns jetzt einfach nochmal zusammen an, würde ich sagen. Ich finde sein Intro auch so cool. Eine Frau. Ein Dönerkuchen, die ich schon Thumbnail gesehen habe. Ich weiß nicht, ob eine Zuschauerin ist, ne? Hoffentlich. Hey, ja, auch. Ja, ja. Aber ich zeige euch mal das Thumbnail. Da wird leider schon leicht angeteased. Ich spoiler immer auf meinen Thumbnails. Es tut mir leid, aber ich will halt, dass ihr direkt seht, was euch erwartet. Und wenn es euch interessiert, klickt ihr drauf und guckt, wie ich es gemacht habe. Ich bin noch nicht so in dem Thumbnail-Thema drin. Ja, man sollte vielleicht nicht alles direkt darauf verraten, aber ich übe halt noch. Ich guck mal, was mir so gefällt und was so passt. Feel good curve. Hier, ne? Dann sieht das ganz klar aus wie eine Döner-Torte, aber sie hat Evanio-Torte. Das Video. Ja, ist ja auch deine Torte. Sagen, ich finde es immer sehr, sehr geil, wenn Leute Videos über mich machen, muss ich echt ganz sagen, weil ich muss sagen, ich finde es irgendwie cool, auf Sachen zu reagieren, wo ich drin vorkomme. Aber das finde ich süß, wenn sie echt eine Torte für mich gebacken hat, dann würde ich super sehr gerne probieren. Aber schauen wir an, wie sieht eine Evanio- oder beziehungsweise Döner-Torte aus? Bin sehr gespannt. Ich bin ja guter Bäcker, ne? Falls ihr meine Adresse wollt, Moment, ich schreibe es euch auf. Falls ihr mal auch voll der gute Bäcker. Habt, auf jeden Fall ist er ein sehr großes Improvisationstalent. Also er kocht nicht mit Mengenangaben, er macht es so, wie er Bock hat. Finde ich perfekt. Kochen und Backen ohne Mengenangaben kann natürlich auch mal in Jose gehen, wie Evanio das ein oder andere Mal gezeigt hat. Aber er ist natürlich ein super Bäcker. Hier ist meine Nummer, ich schreibe es euch kurz auf. So hier, ruft ehrlich jederzeit an. Also jederzeit, ja, falls ihr... Ruft bitte nicht an. Nein, ruft bitte nicht an. Nee, gar nicht. Besser, nee. Einfach mal anrufen, ich mach dann das. Ne? Nee, einfach nach Evanio fragen, passt dann. Hey Leute und willkommen zu einem neuen... Boah, an dem Tag war ich so unzufrieden mit meinem Make-up. Und ich habe ein unvorteilhaftes T-Shirt angezogen und es hat mich einfach so genervt. Es hat einfach irgendwie vom Aussehen her nicht ganz so gepasst, wie ich das gerne hätte. Aber ich habe mir gedacht, mein Gott, das bin halt ich an dem Tag, ich kann es nicht ändern. Aber es scheint ja trotzdem ganz gut angekommen zu sein bei euch. Und der eine oder andere, der auf Instagram vielleicht aufgepasst hat, weiß, es wird Evanio. Und ich fühle mich sehr angesprochen. Und zwar ist es nicht einfach Nein, wirklich. Torte. Ich hätte natürlich auch einfach ein Schwein backen können, was natürlich sehr naheliegend wäre. Ja, aber wir müssen ja auch zusehen, das Schweinchen, das heben wir uns für was Spezielles auf. Da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen. Es ist zwar dann kein originales Schweinchen, es ist ein Edgar-Schweinchen, aber das wird ja noch kommen. Deswegen will ich mich da auch nicht doppeln. Ich muss sagen, die Hintergrundmusik finde ich genial. Sie haben wie so eine Backshow. Wie so eine Backshow, ja. Das ist irgendwie... Ich habe wirklich lange gebraucht, anfangs ein Lied zu finden oder so einen Sound, den ich gut finde. Ich habe jetzt zwei gefunden. Kann ich euch hier einfach mal sagen. Der eine heißt Monday in meinem Schnittprogramm und der andere heißt A Carefree Day. Und irgendwie sind es die beiden jetzt geworden. Immer mal im Wechsel. So. Finde die beiden ganz gut. Aber bevor es weitergeht, muss ich mir mal eben hier die Nase putzen. So, weiter geht's, würde ich sagen. Ja, ich habe ja noch nicht geöffnet. Leute, seid ihr eigentlich völlig bescheuert? Öffnungszeiten, ihr Vollidioten. Ich bin ab 4 Uhr bis 11 Uhr offen. Und das ist einfach so bekloppt. Bis freitags, manchmal auch ab 23 Uhr schon. 4 bis 11 Uhr offen und montags bis freitags schon ab 23 Uhr. Ich verstehe diese Öffnungszeit nicht. Ich werde da wieder komplett überfordert. Vielleicht ist das auch der Witz und ich habe ihn nicht verstanden. Oh, weil geil, wir alle eins wissen. Wo gibt's die besten Döner? Meiner Meinung nach. Bei Jenny. Geil. Ja, ich muss sagen, ich habe versucht, das Video ein bisschen dahingehend zu gestalten, wie Evanio sie aufbaut. Ich bin aber noch lange nicht auf dem Level wie Evanio mit dem Schneiden. Ich habe gedacht, ich füge einfach irgendwie so lustige Clips ein. Aber es ist mir zwischendurch nicht ganz so gut gelungen. Aber dafür, dass es mein erstes Clip-Video war, habe ich es drin gelassen. Ich finde auch einigermaßen passt es so. Ein bisschen sehr selbstüberzeugt von mir gewesen, aber mein Gott. Gut, nicht den besten Döner, aber schon als Kuchen. Legen wir auch direkt los und fangen an mit dem Boden. Und wie Vanjo mir auf Instagram mitteilte und auch in dem Video bei Stumi gesagt hat. Ich halt reinziehe, ich war so in der Isolation, weil ich halt gute Rose hatte. Meine Mutter bringt mir einen Kuchen, wirklich riesen Kuchen. Ey, riesen Kuchen, ne? Aber ich finde auch, wenn man so Stumi im Vergleich zu Evanio sieht, Evanio ist ja riesengroß. Ich weiß gar nicht, wie groß Stumi ist. Wir können das ja mal eben gucken. Wie groß, ja, ist Evanio? Vielleicht finden wir da ja schon was. Evanio hat ja sogar einen Wikipedia-Eintrag. Oh, das ist aber ein süßes Bild hier so nebenbei gesagt. Aber wirklich, was erfahren haben wir jetzt hier nicht. Ich guck noch mal weiter, ich gebe noch nicht auf. Eine Ewigkeit später. Ich will nicht wissen, wie viel der verdient. Ich will wissen, wie groß der ist. Ja gut, wir schauen mal, ob wir herausfinden, wie groß ist Sturmwaffel. Dann kann man das ja ungefähr einschätzen. Okay, Smurf ist also knapp 1,70. So wie ich ungefähr. Ich bin 1,68.
Aber wenn man das so sieht, muss Evanjo doch locker 1,90 Meter sein. Das ist ja Wahnsinn. Ist ja ein Riese. Riesiger Mensch, riesiger Kuchen. Also, ne? Hacke, sah ich da aus? Nein, Spaß, wie heute halt. Nee, putzig. Und ich sag, kannst du mir deinen Zitronenkuchen bringen? Und plötzlich, das war der Zitronenkuchen meines Lebens. Ich sag dir wirklich, als ich ihn gegessen hab, ich hab 3 Kilo zugenommen. Der war so bombastisch, ne? Wird unser Boden ein Zitronenkuchen? Oh, Döner Zitronenkuchen, diese Frau weiß Bescheid. Ja. Das ist euer Lieblingskuchen, Leute. Ich muss sagen, damals der Zitronenkuchen in meiner Krebszeit. Meine Mutter, ich war im Krankenhaus, müsst ihr euch vorstellen. Und meine Mama bringt mir einfach einen Limetten-Zitronenkuchen. Ich schwöre, ich dachte, ich spritze. Es war so loco, es war so gut, es war so ein geiler Kuchen. Meine Mutter hat ihn nie wieder so. Ja, Zitronenkuchen ist auch echt lecker. Wieder so hinbekommen. Das ist wirklich richtig mies, wenn du was richtig Leckeres gegessen hast und du kriegst es nie wieder so. Das ist wirklich so traurig. Ich finde das schon wirklich, das gehört mit zu den traurigsten Erlebnissen, dass man das nicht nochmal essen kann, was man mal gerne gegessen hat. Versteht ihr, was ich meine? Wir brauchen Butter, Eier, Zitronen, eine Prise Salz. Was? Sie zeigt uns, wie sie es kocht? Ja, Geil, sicher. geil, geil, geil. Zucker, normalen Oh, die Zucker, Kamera schreit Stärke weg. und Mehl. Alle Angaben, die ihr für den Kuchen braucht, sind natürlich auch wieder in der Infobox verlinkt. Also falls ihr es nachbacken Sind wollt, immer unten drin schaut einfach übrigens. unten rein. Also wenn er mir gefällt, na geil aussieht, machen wir vielleicht im Stream nach. Da steht die. Da bin ich mal gespannt, wie das aussieht. Wir indem wir die Eier einmal in eine Schüssel packen und diese einmal aufschlagen. Okay. Dann brauchen wir Zucker. Erstmal nachkochen. Er guckt schon die ganze Zeit, na, ist das machbar, ist das machbar? Das Ganze natürlich auch einmal gut unterrühren. Ich hab so gehasst, es unterrühren, ne? Wenn er jetzt schon das Unterrühren hasst, dann ist die Torte zum Nachbacken definitiv nichts für ihn. Oder weil der Fische ist. Digga, die Frau geizt nicht. Nee. Die Frau geizt Ich nicht. geiz nicht. Raus mit der Bruder! Was auch immer. Ich Tschüss. hab die Butter in der Mikrowelle. Ja, es war schon ein bisschen Alter, sehr warm. wieder dieser scheiß Kuchen! Wow. Ich kann dir das gerne mal durchrechnen, wie viel Kilokalorien so ein Kuchen hat. Vielleicht schaffe ich es ja auch schon mal im Schnitt, das jetzt hier einzublenden. Dann seht ihr, wie viel Kilokalorien ohne Fondant diese Torte gehabt hat. Mit dem Fondant, das kann ich einfach nicht einschätzen, wie viel das war. Auch irgendwo anders in einem Topf oder ähnlichem schmelzen, aber Mikrowelle geht halt einfach am schnellsten. Mikrowelle geht am Wenn schnellsten danach noch kein mit der Abo kommt, richtigen ne? Dann Schüssel. ist es flüssig. Ja, geil. Das sage ich mal auch ein bisschen simpel. Ne? Also ich glaube, ich könnte Ja, es noch ist schaffen. es simpel. Noch ist es simpel. Ja, okay, jetzt bin ich vorbei. Was ihr meint, das ist eine Zitrone. Es ist nur eine Zitrone. So schwer ist es doch nicht. Was ist denn Zitronenkuchen ohne Zitrone? Ist da echt gut auf eure Finger auf? Im Übrigen, die Macke, die ich da in der Hand hatte, war nicht von der Reibe. Ich war so blöd und habe mich an meinem Kleiderschrank geschnitten. Wisst ihr, da ist so eine Zierleiste dran. Und hinter dieser Zierleiste ist so ein Metallding gewesen und ich habe da reingegriffen und bin dann so runter. Ja, ich war völlig verballert an dem Wochenende. Boah, die Schüsseln, ich habe schon wieder nicht dran gedacht. Ja, der Boden wird geil. Safe, der wird sehr geil. Und Der zu war guter Letzt lecker. kommt dann auch das Die hat Wodka vergessen. Und unser Teig wird auch schon in die Backform Sieht gegeben aber gut und aus. Guten Wodka Also, schmeckt man doch der eh Boden nicht. sieht gut aus. Ich habe ungefähr 2 gleich große Formen genommen. Es ist nicht schlimm, wenn die eine ein bisschen. Ja. Das ist nur der Boden. Digga, der Boden reicht mir völlig. Der Boden sieht voll gut aus. Da kommt ja noch Döner und so drauf. Boah, ich habe nichts zu essen hier Und die gerade, Döner ne? einmal Ich hatte einen Toast mit Rührei. Ich Anschließend habe dann auch richtig noch mal Hunger. ungefähr schon mal in die Form von dem Döner geschnitten. Mit viel Fantasie sieht es schon so aus. Glaubt Ja, da mir. sieht Ja, es noch gar das nicht so nicht aus. verkacken, sage ich euch ganz ehrlich. Das nachzumachen ist schwer, dieses Geschneiden. Ah, für Anfänger ist das schwer. Trust Da kenne ich mich leider. Process, das wird. Zitronenkuchen alleine reicht natürlich nicht. Und dann ging es auch schon los und ich habe mir Gedanken gemacht, was kann ich zwischen diesen Zitronenkuchen packen, damit das Ganze nahe an Evanios Geschmackssinn kommt. Und habe mich gefragt, was hätte Evanio denn jetzt gesagt? Oh, der leckere Pfefferminztee. Ja? Ja, ich habe halt versucht, irgendwas mit After Eight zu finden. Ich habe wirklich Stunden daran verbracht, irgendwas mit After Eight zu finden. Habe ich aber nicht. Deswegen habe ich dann den Pfefferminztee genommen. Das kam halt am nächsten dran, wisst ihr so. Ja, es war ein bisschen random, ich gebe es zu. Ja, das war in seinem Stream für die, die es nicht ganz verstanden hatten. Ich hatte hier in seinem Stream gefragt, After Eight und Zitronenkuchen, ist das eine gute Kombination? Und er hatte darauf geantwortet, ist geil. Und da war für mich schon klar, dass das kommt irgendwie zusammen. After Eight ist ehrlich geil. Für die Creme habe ich gar nicht so viel benutzt. Ich habe einfach Sahne, Sahne steif und After Eight genommen. Ja, seitdem ich Sahne aufschlagen kann, ist Sahne auch immer im Einsatz. Okay, das, Alter, diese Sahne aufschlagen. Aber das können wir doch hinkriegen. Evanjo, du musst ihn nachbacken. Ich will es sehen. Oh, Dann die After Eight-Tafel. Ich wusste, dass das dein Herz erfüllt. Boah, Digga, die Frau macht mich gerade wild. Alter, Junge. Uh. Das ist. Oh,
das ist böse, das ist böse. Vor allem dadurch, dass ich die Tafeln aufgeschnitten hatte, ist dieser After-Eight-Geschmack auch in die Sahne übergegangen. Das heißt, die Sahne an sich hat schon sehr pfefferminzig geschmeckt. Und dann noch mit den Stücken Schokolade drin, das war schon wirklich echt lecker. Okay, ich frage mich aber, wie macht sie jetzt daraus am Ende dieses unfassbar geile Döner-Ding? Schmeiß weg, geht zum Konditor. Nein, natürlich nicht. Boah, noch mehr After Eight. Ja, sicher, noch mehr Butter, noch mehr After Eight. Da kommt jetzt volle Dröhnung. Das war eine Matscherei. Ja, meinst du es auch da? Das war einfach so eine klebrige Sache, ehrlich. Oh, scheiße, sieht das gut aus. Ich habe auch die Schüssel komplett ausgekratzt im Ende hin. Boah, Leute, was erwartet ihr denn von mir? Wie soll ich das denn das schaffen? Das schaffst du, Evanio. Das ist viel zu gut. Das ist unmöglich fast bei mir. Nein, das, nichts ist unmöglich. Bei der Tortendeko war mir klar, eine Sache darf auf gar keinen Fall drauf. Bitte einmal alles aus dem Tomaten. Ich hatte auch vorgehabt, eine Soße zu machen, aber das war irgendwie schwieriger als gedacht. Deswegen. Ja, die sah ein bisschen falsch aus. Ich weiß, das ist ein bisschen sehr falsch. Bei Evanio, aber es sah halt einfach irgendwie... Totales Verbrechen. Na, na. Ich muss sagen, Tanzverbot ist so einer. Er meinte mal, er isst Döner ohne Soße, Digga. Oder nee, da muss schon Soße drauf. Ich krieg doch einen Anfall, Digga. Puderzucker mit Wasser vermengt hat jetzt... Ja. ...anderen Dingen, wenn ich verstehe, was ich meine. Das sah falsch aus. Auf allererst habe ich die Torte so eingedeckt, dass es aussieht wie ein... Digga, woher hat sie das denn jetzt? Aus dem Internet. Jetzt habe ich einfach ein bisschen braun Fondant. Ja, ich kann es nicht, Leute. Ich habe es echt versucht. Ich werde weiter Fondant sagen. Da müsst ihr alle mit leben, wenn ihr hier weiter die Videos guckt. Fondant klingt einfach scheiße. Hey Leute, ich schaffe das seelisch gar nicht. Ey, dieses Fondant. Seelisch einfach. Nein, Evanio, Übung macht den Meister. Ich habe einfach die Zeit vorm Fernsehen abends genutzt und habe die Fondant-Deko dargebracht. Ey, das ist so dermaßen cool. Oh mein Gott. Dankeschön. Alter, wie cool ist das? Bitte, sie hat wirklich das gemacht, was ich gesagt habe. Deswegen habe ich das nicht gefunden. Diese Gurken. Boah, schlimm. Ehrlich ist. Ich habe zu einem das Dönerfleisch. Ich habe so viele Ideen im Internet gesucht. Und irgendwie habe ich gedacht, boah, du schaffst das nicht. Du schaffst es doch nicht, Fleisch herzustellen. Fleisch ist sowas Spezielles. Aber dann habe ich es einfach ausprobiert und irgendwie hat es doch ganz gut geklappt. Also lasst euch sagen, versucht es einfach. Probiert es aus. Übung macht den Meister. Ich kann es nur immer wieder sagen. Dazu habe ich ein bisschen einfach mit einem Messer drüber geschnitten und danach braune Puder. Ja, aber mit der Rückseite, ne? Also nicht doch, mit Gott, der Schneidseite. Ja, Digga, ich schaff das doch seelisch gerade. Wie soll ich denn bitte Puder, Lebensmittelfarbe und so? Oh, Digga, das wird so scheiße. Ja, ich kann dir gerne ein Starterpaket zusammenstellen. Ich kann dir gerne sagen, wo du das alles bekommst. Ist gar kein Problem. Sieht super aus. Sieht super, super, super nice aus. Dankeschön. Grüne Lebensmittelfarbe dran gesetzt. Dann habe ich die Zwiebeln gemacht. Leute, diese Form kriegt ihr in diesem Leben nicht, Alter. Ach klar. Evanio, mehr Mut. Und zu guter Letzt habe ich dann noch die Gurken gemacht. Die Gurken sehen ein bisschen aus wie Gurken, aber das auch nicht viel Fantasie. Ja, da habe ich noch versucht, schön zu reden. Ey, wenn ich die erzähle, könnte ich kotzen. So scheiße. Seid ihr bereit? Tada! Da ist die Torte. Oh mein Gott, das sieht so gut aus. Digga, guck dir das an, sie hat so einen Döner hier gemacht. Ey, das sieht so heftig. Oh, Digga, das ist mit. Das, Alter! Ist das gut? Das ist so schön, das so zu sehen, ey. Ich meine, man macht die Torten natürlich zu Hause und man ist selber stolz auf sich. Aber wenn dann so eine Reaktion kommt, ist es natürlich nochmal was ganz anderes. Es fühlt sich einfach nochmal irgendwie schön an. Also ich mache es jetzt nicht wegen der Reaktion, aber es ist natürlich schön, auch eure Meinung zu lesen. Und einfach, dass es auch gesehen wird, bevor es gegessen wird. Weil das ist immer viel Arbeit und ich finde das echt schön. Und seine Reaktion, die hat mich auch ein bisschen... Ja, vom Fernseh zum Wein gebracht, vor Freude. Kann man schon so sagen. Ich habe jetzt nicht geholfen wie ein Schloss, und aber da floss schon so eine Träne. Guck mal, auch hier Döner, so heißt es wie beim Dönermann. Wow, wow. Eieiei, das ist so heftig gut. Danke. Ey, dass ihr den anschneidet, weißt du, der ist so schön. Den würde ich mal ja, anschneiden. Ich schneide den immer an, damit man sieht, wie der von innen aussieht. Heftig, wirklich heftig. Sonst könnte ich auch Styropor reintun, dann glaubt mir ja keiner, dass ich die wirklich so gebacken habe. Ich würde sagen, und Leute, ihr wisst selber, wenn ich das machen sollte, es wird niemand so aussehen. Ja, aber ähnlich. Vielleicht. Fangen wir doch mal das vor, wie es ihm geschmeckt hat.
Ich hoffe nicht. Ey, ich würde so gerne den Kuchen haben. Oh mein Gott, ich würde sogar Geld dafür zahlen, Alter. Ja, Evanio, gar kein Problem. Das kriegen wir bestimmt irgendwie hin. Ich back dir den einfach nochmal und du probierst ihn. Und dann kannst du ja wirklich deine echte Reaktion zeigen. Dann brauche ich nicht irgendwelche Clipschnipsel nehmen und das so zusammenschneiden, als würdest du wirklich diesen Kuchen essen. Da bin ich wirklich gespannt, was du sagst. Und ich bin auf jeden Fall auch gespannt, ob du es noch selber machst. Also, das würde ich wirklich gerne sehen. So gern genau diesen Kuchen haben. Oh, der sieht so gut aus. Natürlich, euch hat das Video gefallen. Ich persönlich muss sagen, die Kombination von Zitronekuchen und After Eight war ganz viele Likes. Ich hätte im Leben selber nicht so gemacht, aber die Idee war einfach irgendwie ganz gut. Also probiert es unbedingt aus. Mega. Ey, ich gebe wirklich 10.000 Likes. Ey, vielen lieben Dank. Dankeschön. So lieb. Über nice. Ey, wirklich, das war ja so ein geiler Kuchen. Boah. Deiner wird aussehen wie ein Hackfleischspieß. Meiner wird so ein Drehspieß. Ey, das sah so gut aus. Ja, kann man auch machen. Vielen lieben Dank für das Video. Das war so nice. Gerne. Schaut auch gerne beim lieben Evanio vorbei. Lieber Evanio, vielen lieben Dank für deine Reaktion. Ich fand die wirklich schön und sehr authentisch. Und danke auch für die ganzen lieben Kommentare und Likes, die ihr darunter dagelassen habt. Aber das war's auch schon für heute und ich würde sagen, wir sehen uns einfach im nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüssi, ciao.